Das alte Jahr hat nur noch wenige Stunden. Der richtige Zeitpunkt für Fritz Dinkhauser, nach all den politischen und so spannenden bis aufregenden Monaten, sich in seinem ganz persönlichen Umfeld wiederzufinden. Und dieses ganz persönliche Umfeld ist Heidi, seine Frau und die so traditionsreiche und über die Jahrhunderte organisch gewachsene Altstadt von Innsbruck, die eigentliche Landeshauptstadt des tirolerischen Wesens. Ein Ambiente, das gerade während der Festtage Zuversicht und Kontinuität vermittelt und auf diese Weise innere Kraft regeneriert. Jawohl, wir haben da sehr viel auch Familie. Wir haben ja 11 Enkel und jede Menge Kinder. Und das ist eine Zeit, wo man sich natürlich auch füreinander ein bisschen Zeit nimmt und ein bisschen diskutiert. Und ich glaube, das ist eine schöne Zeit und wir haben da einen wunderbaren Christkindlmarkt. Da muss man das vorher sich ein bisschen einwirken lassen, damit man sich auf das Weihnachtsfest hinarbeiten kann. Und das ist bei uns in Innsbruck schön. Beruhigend für Fritz Dinkhauser zu beobachten, wie Menschen zu ganz bestimmten Zeiten besondere Impulse aufnehmen und aus ihnen heraus Harmonie erzeugen. Ein jeder auf seine Weise. Beruhigend für Fritz Dinkhauser deshalb, weil diese Menschen und diese Wesenszüge der Politik überhaupt erst Sinn verleihen. Über alledem steht die Geschichte und die Kultur Tirols, aus der sich letztlich alles speist, auch die Politik. Ganz in diesem Sinne ist Politik letztlich nichts anderes, als Altem und Gewachsenen seinen Sinn zu erhalten und dann auf diesem festgefügten Fundament das Neue dauerhaft zu positionieren. Eine solche Heimat- und traditionsverbundene und dennoch visionäre Sichtweise verleiht der Gesundheits-, der Sozial- und der Bildungspolitik der Liste Fritz ihren tieferen Sinn und eine unangreifbare politische Logik. Denn nur aus einer stabilen Position heraus kann der Mensch Leben gestalten und Dauerhaftes für seine Zukunft schaffen. Ich weiß, wie wichtig ihm die anderen Menschen sind und ich fühle mich nicht zurückgesetzt in keinster Weise. Und das, was ich abkriege von dem guten Kuchen, das genieße ich.